So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit der Fußball-Bundesliga. Der 31. Spieltag steht vor der Tür und das gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Sprich, wir brauchen den Sieg. Ihr seht es unten rechts jetzt nicht mehr, gerade eben noch an der Tabelle. Die Bayern immer noch 2 Punkte vor uns. 4 Spieltage haben wir noch zu gehen und da wollen wir natürlich das Maximum noch rausholen. Sprich, vielleicht noch irgendwie auf den unwahrscheinlichen Platz einspringen. Das, was nie das Ziel war, aber was wir dennoch irgendwie in der Saison schaffen können. Dementsprechend Daumen drücken, natürlich auch sind wir gerade aktuell, was ein Satz, in der super Verfassung, haben zumindest im DFB-Pokal im Halbfinale endlich mal wieder einen Sieg eingefahren. 3:1 gegen am Ende sehr schwache Frankfurt, ihr habt es mitbekommen, die Zeit davor war eher unglücklich. 2:2 gegen Augsburg, Niederlage und damit aus gegen Sevilla, Niederlage gegen Leipzig, sprich 4 Spiele zuvor nicht mehr gewonnen, da tat der Sieg gegen Frankfurt richtig, richtig gut. Dementsprechend, Hoffenheim steht vor der Tür, dann noch die Bayern, dann noch Leverkusen, dann noch der HSV und dann nochmal Hoffenheim. Heißt heute schon mal die Generalprobe fürs DFB-Pokalfinale, wo wir übrigens zum 2. Mal in Folge stehen. Richtig geile Geschichte, die wir da am Start haben. Ihr wisst natürlich wahrscheinlich auch immer noch Bescheid, die kleine Info geht raus, dass ich aktuell noch in der Vorproduktion bin. Heißt, wir haben es gerade Sonntag, die Folge dürfte normalerweise entweder am Montag oder am Dienstag kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, seht ihr dann letztendlich. Bin noch ein bisschen am Vorproduzieren für die Gamescom. Dementsprechend wundert euch da nicht, dass ich leider Gottes nicht so sehr auf Kommentare eingehen kann. Aber ich habe mir gedacht, wir machen jetzt die Vorproduktion. Bis Sonntag geht die Gamescom und bis dahin machen wir die Saison fertig. Heißt, wir werden dann nach der Gamescom reinstarten in die neue Saison, damit ihr auch wieder mitentscheiden könnt bezüglich Transfers, blablabla. Das passt dann. Heißt, es gibt jetzt bis zum Sonntag 5 Karriereparts. Gegen Hoffenheim, gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen Hamburg und wie gesagt dann nochmal gegen Hoffenheim. Das sind die 5 Parts, die bis zur Gamescom erscheinen. Eventuell noch ein Part vom Fatal. Das müssen wir uns jetzt mal angucken, wie das Ganze läuft. Am Sonntag, sprich heute, aus eurer Sicht gestern oder vorgestern, war ja die Auslosung. Sprich, ich weiß aktuell noch gar nicht, gegen wen wir spielen. Muss ich mal schauen, wie ich es zeitlich schaffe, weil ab Dienstag früh bin ich ja schon unterwegs. Heißt, ich müsste spätestens Montag spielen, spätestens Montag schneiden und spätestens Montag auch noch uploaden und einstellen. Muss auch mal schauen, ob das alles klappt mit meinem Gegner dann. Weiß ja nicht, wer es ist. Dementsprechend das müssen wir auch mal abklären. Und 2 Sachen habe ich mir aufgeschrieben und da werden wir jetzt auch mal ganz kurz reinstarten. Bevor wir reingehen in den direkten Part gegen die Hoffenheimer. Und zwar geht es um den VfB Stuttgart. Ich habe euch ja schon mal so ein bisschen gefragt, Mensch, wo können wir eventuell nochmal den ein oder anderen Spieler uns holen? Da habt ihr gemeint, schau doch mal bei Stuttgart vorbei. Und habt da natürlich vollkommen recht, denn der VfB wird ja leider Gottes absteigen in die 2. Fußball-Bundesliga. Sie stand jetzt ohne einen einzigen Sieg aus der Bundesliga verabschieden. Das hat es noch nie gegeben. Richtig krasser Scheiß. Von dem her, gucken wir einfach mal, ob wir da den ein oder anderen Spieler vielleicht holen können. Gibt ja durchaus interessante Spieler. Torhüter-Position sind wir, glaube ich, nicht wirklich, oder haben wir nicht wirklich einen Bedarf. Linksverteidiger wäre ganz interessant, wobei nicht, glaube Holland, nee, die sind, glaube ich, auch noch in einem ordentlichen Alter. Müssen wir mal schauen. Baumgartler war mit dabei. Ich werde, denke ich, mal relativ viele scouten, ne? Wir haben aktuell eh nicht so viel zu tun. Deswegen werden wir da einfach mal komplett durchgehen und alles scouten lassen, damit wir da ein paar mehr Infos haben. Was war da bei Insua gestanden? 12,5 Millionen, holy shit. Das sieht immer richtig krass aus. In dem Sinne natürlich auch heute wieder, wenn es euch gefällt, lasst mir mal gerne ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht schaffen wir wieder die 1500 Likes. Wäre eine coole Geschichte, checkt die Links in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid, während ich jetzt hier mal schnell nebenbei alle beobachte. Toni Sundzic auch nochmal mit am Start, 7 Millionen Marktwert. Die Frage, ob man da jemanden braucht. Ihr könnt euch da gerne auch weiterhin mit Gedanken machen und mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr da schon mal irgendwo was habt. Christian Gentner, Tom Grote. Gentner lasse ich jetzt mal außen vor. Passt, glaube ich, nicht so ganz ins Bild. Ich glaube, ich habe auch viel zu viele Verteidiger da gescoutet. Rupp wäre interessant, why not? Alexandru Maxim wäre natürlich eine Granate. Wäre natürlich eine Granate. Vertrag läuft da auch noch aus. Eieieiei, okay. Ristl, Rochas, Rupp, den haben wir schon. Kostic. Philipp Kostic. WTF. Ist aktuell noch auf der Liste. Jerome Kiesewetter. Können wir auch nochmal scouten. Ist, glaube ich, ein ganz gutes Talent. Okay, und dann gehen wir nochmal schnell rein in den Angriff. Erin Derdjok. Kennen wir den nicht irgendwoher, Kappa? Michael Baumgartner werden wir mal beobachten. Jan Kliment werden wir mal beobachten. Sieht interessant aus, 25 Jahre jung. Und Tim Rosbach, aktuell auf der Leihliste mit relativ geilen Stats, was zumindest da mal so grob das Ganze angeht, für 19-Jährigen. Beobachten wir auch.
In dem Sinn, das soweit zum VfB. Sollte da demnächst natürlich noch die ein oder andere Mannschaft ebenfalls absteigen. Wir haben, wie gesagt, nicht mehr viel Spieltage vor der Tür, aber da hinten ist eigentlich noch alles drin, bis auf den VfB. Dann werden wir da natürlich auch nochmal schauen, sei es bei Bremen, sei es bei Leipzig, sei es bei Augsburg oder beim HSV. Das sind die vier Vereine, die noch wahrscheinlich da ein bisschen drumherum kämpfen. Köln ist mit 9 Punkten der Vorsprung eigentlich durch. Das sollte und dürfte und passiert nichts mehr. Sind wir ehrlich, passiert nichts mehr. In dem Sinn, quatsch mal nicht länger drumherum, Freunde. Ich glaube, wir starten rein gegen Hoffenheim. Bayern steht vor der Tür, ein verdammt wichtiges Spiel. Dementsprechend werde ich heute nochmal ein bisschen durchtauschen, ne? Dem ein oder anderen Jungen nochmal eine Chance geben, beziehungsweise auch allgemein ein bisschen Kräfte schonen. Sicherlich müssen wir da wieder aufpassen, dass wir es nicht zu sehr übertreiben. Ist, ach, der ist immer noch verletzt, ne? Fuck, Holland bringen wir mal auf links. Ne, wir machen es mal anders. Wir machen es mal ganz anders, Freunde. Und zwar, weil Touré ja noch ausfällt und da Costa, sollte man dann durchaus mal ab und zu ein bisschen mehr schonen. Tausche ich mal so. Nehmen wir mal Holland da rechts rüber. Kann einer von den beiden noch Rechtsverteidiger? Leider nicht, aber das soll uns nicht stören. Tüton stimmt noch rot gesperrt. Aus dem Pokal. Bittere Pille. Das war ein Part unfassbar. Das war ein unfassbarer Part, den wir da erlebt haben. Aber okay. Sonst passt's. Bank gucken wir natürlich nochmal an. Drimmitsch kriegt ein komplettes. Nee, nehme ich mal mit. Brauchen wir eventuell. Rausch nehme ich mit. Für. Jung. Groß. Haben wir da vielleicht nochmal jemanden, ne? Wo ist denn der junge Orban? Da ist er. Den nehmen wir nochmal mit für Groß. Und dann denke ich, passt das. Wie gesagt, nochmal in etwa eine etwas andere Mannschaft, aber wir müssen ein klein wenig schauen. Es geht in die letzten 4 wichtigen Spiele. Ich will jetzt nochmal nach dem Spiel dann topfit sein für die Kracherpartien, die anstehen. Wir hatten jetzt unter der Woche nochmal Frankfurt und dann haben wir immer eine Woche Pause, was überragend ist. Was richtig nice ist, wo wir uns gut drauf vorbereiten können. Dementsprechend heute nochmal ein bisschen durchgetauscht. Ich hoffe, ich habe soweit alles angepasst. Ich denke schon. Wir spielen heute mal im Auswärtstrikot. Wir müssen eigentlich fast im dritten Trikot ran, dass das einigermaßen gut erkennbar ist. Schauer, Legende, Kurt Dausch, Maxi, Schöpf, Franzic, Klotz, Rüdiger, Hoffmann, Holland, Toljan, Gonzesau. Top, passt. Kleine Info noch vorneweg, was ich auch nochmal gesehen habe, was ihr mir reingeschrieben habt, war die Geschichte bezüglich Traditionstrikots am letzten Spieltag, die wir, denke ich, anziehen werden. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Am 22. war es der 22. Mai, an dem der SV Darmstadt 98 sein Jubiläum hat, sein Vereinsgeburtstag sozusagen feiert. Dementsprechend, ich hoffe, ich denke da dran, dass wir da die internationalen, traditionellen Trikots anziehen. Das wäre dann der Spieltag, ich glaube, gegen, ist es Leverkusen, was da ansteht, oder Hamm? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall nicht im DFB-Pokalfinale, sondern am letzten, am 34. Spieltag machen wir das. Ich hoffe, ich denke dran. Verzeiht mir an der Stelle schon mal, falls ich es nicht tue. Weil ich jetzt dann nicht heute, aber morgen wahrscheinlich nochmal 4 Parts aufnehme. Also verzeiht mir dann. Aber ich werde alles geben, dass ich da dran denke. Okay, starten wir rein. 31. Spieltag. Hoffenheim gegen die Jungs aus Darmstadt gegen uns. Wichtige Partie. Ich weiß gerade gar nicht leider, wo die Hoffenheimer genau gestanden haben. Auf jeden Fall im DFB-Pokalfinale haben gegen die Bayern zuletzt unentschieden gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, die sind nicht allzu schlecht unterwegs in dieser Saison. Die haben durchaus eine Qualität. Und da müssen wir aufpassen. Uiui, Konzessau muss gleich mal zupacken, ne? Und da sollten wir echt aufpassen und müssen unbedingt trotz alledem 3 Punkte mitnehmen, ne? Wenn wir weiterhin den großen Traum leben wollen vom Titel in der Fußball-Bundesliga von der Meisterschale, dann brauchen wir unbedingt einen Sieg. Schlechter Ball da von Mario Franzic. Lücke wäre eigentlich da gewesen, ne? Spielt da nicht wirklich gut. Und Hoffenheim liegt da gar nicht schlecht los. 6 Minuten vorbei. Gerade schon die erste Chance. Und da die nächste Flanke, die hoch in die Mitte kommt, die gefährlich ist. Heieieiei. Gonzesau kommt da nicht ran. Da kann auch nicht wirklich viel machen. Die Flanke war ziemlich perfekt. Und jetzt wird es mal Zeit für uns, gut umzuschalten. War das ein Foul? Leider nicht. Wir kommen noch nicht so ganz raus. Wir kommen leider noch nicht so ganz da hinten raus. Spieler im Fokus. Kevin Volland bei der TSG. Natürlich auch ein interessanter Spieler, eventuell für die Zukunft mal bei uns irgendwann, wer weiß. Wobei das finanziell immer noch leider nicht so ganz geil ist in Darmstadt, muss man dazu sagen. Und da haben wir immer noch so ein bisschen unsere Probleme, trotz internationalem Wettbewerb und. Ganz klar. Oh, schlimm. Es grätscht da von den Reihen davor. Dann gerade reden wir von ihm. Gibt's, glaube ich, gelb, oder? Rot war das nicht. Gibt nicht mal irgendwas? Oder was? Hat der gerade in die Hosentasche gegriffen? Wollt der da rot zücken? Ich weiß nicht. Gibt auf jeden Fall keine Karte. Okay, was war das? Wir kriegen nochmal den Einwurf. Ganz komische Geschichte. Also Jungs, komm mal und konzentrieren. Wir brauchen 3 Punkte. Es geht um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga, verdammt. Reißt euch zusammen. Holland, der Ball war schlecht. Spielt ihn in den Fuß, dann kommt er besser. Martischenko dazwischen. Da ist Leroy Fair. Gehe ich mal schwer von aus, dass zumindest dieser Fair ist.
der da gerade stand. Zuba. Über die Seite, gut gespielt. Lücke ist so ein bisschen da. Gut von Holland gegen Martyschenko. Und dann sind wir gut dazwischen. So, wir müssen mal einen ruhigen, geduldigen Spielaufbau jetzt hinkriegen. Das wäre mal geil, wenn wir das schaffen, Rüdiger. Tolian, guter Ball. Sinan Kurt, schön gespielt. Klotz, gut. Einmal noch nach oben. Und dann ist das ein ordentlicher Spielaufbau, den wir haben. Holland. Maxi läuft. Maxi ist eigentlich schnell. Aber Maxi wird auch nicht gut geschickt da. Das sind Pässe, die sind einfach nicht gut genug an der Stelle. Das ist zwar ein Pass in den Lauf, ja, per Definition, aber das ist kein guter Pass in den Lauf. Wenn er den Ball annimmt, dann ist er schon wieder verloren, weil wir da überhaupt nicht mal die Möglichkeit haben, irgendwas draus zu machen. Aber das kriegen wir schon in 24 Minuten vorbei. Gegen Frankfurt, wie gesagt, zuletzt gut gespielt. Davor die Spiele allerdings auch rein spielerisch vor allem nicht wirklich eine gute Leistung gezeigt. Heißt, da brauchen wir auch scheinbar ein bisschen wieder, um reinzukommen. Süle legt den zurück. Ich gehe jetzt mal auf Offensiv. Versucht da mal ein bisschen mehr zu tun. Dausch. Und das könnte sich hier gleich mal gut auszeichnen. Da muss ich selber gehen. Martyschenko. Klappt noch nicht alles. Bei weitem noch nicht alles, aber wir kommen langsam rein. Da ist Schwegler nach unten gespielt. Das ist ein schöner Spielzug der Hoffenheimer. Leroy Fair. Wieder nach unten. Volland mit der Flanke kommt Gott sei Dank nicht durch. Allerdings Volland, der sich da ganz stark im Zweikampf behauptet. Rüdiger. Klotz, da haben wir jetzt ganz viel Platz. Dausch läuft. Kein Abseits. Riesenmöglichkeit. Dausch gegen Süle. Zwei vermeintliche, baldige, eventuell schon aktuelle Nationalspieler, was Süle vor allem angeht. Wieder aufeinandertreffen, aber wieder gut geklärt. 31 Minuten vorbei, Jungs. Es entwickelt sich so ein bisschen zu einem Geduldsspiel da. Gut gemacht. Das sind die Situationen, die wir brauchen. Und das ist ein Pass, den wir absolut nicht brauchen. Den ich dann nicht hinspielen will. Was ist denn los? Warum klappt denn das gerade nicht? Aufpassen. Park, ich wollte natürlich in die Mitte liegen. Da hat man eine riesen Möglichkeit, dann anzuschieben. Und sowas dürfen wir nicht wirklich so leichtsinnig liegen lassen. Und so dürfen wir auch nicht in die Zweikämpfe gehen, verdammt. So, endlich mal dabei gewonnen. Ball ist trotzdem wieder weg. Es passt in den letzten 5 Minuten gerade gar nichts zusammen. Martyschenko. Wir kommen nicht an den Ball. Super, wir kommen nicht hin. Leroy Fair, gut von Tolian. Wir kommen wieder nicht hin. Doch. Und dann das Tor von hinten. Schwegler. Da pfeift er nicht mal irgendwas. Von hinten mit offener Sohle in die Beine. Alter Schwede. Sachen gibt's. Fair, durchgesteckt, der Schuss und dann geht er vorbei. Volland, erste richtig starke Möglichkeit, beziehungsweise erster richtig gefälliger Abschluss, war dann allerdings abseits. 39. Minute, wir kriegen noch nichts aufs Parkett. Das ist nicht gut, Schöpf, auch da wieder mit einer Ballannahme, um Gottes Willen, das ist zum Grauen. Aber absolut, vor allem für einen Edeltechniker, wie Schöpf eigentlich einer ist, nicht gut. Franšić, ja, der war, glaube ich, noch hinten einer dran, gibt den Freistoß. 42. Vielleicht mal die Chance. Die Entfernung ist zu groß. Den spielen wir kurz raus. Schauen wir mal, ob das klappt. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Kurt kommt da leider nicht weiter weg, beziehungsweise näher hin als an die Latte. Richtig gute Chance. Nach 44 Minuten die beste bis dato. Und jetzt ist die Hoffenheimer Mannschaft da mal ein bisschen unsortiert. Wir können es leider erstmal nicht ausnutzen. Eieiei, was ein geiler Freistoß, den wir da ausgeführt haben. Und dann an die Latte durch Sinan Kurt. Tolian, Kurt wieder. Oh, das ist nicht gut gemacht. Idee war stark, Umsetzung war mangelhaft. Und damit gehen wir höchstwahrscheinlich mit einem 0-0 rein in die Pause. Also nochmal ein kurzer Schreckmoment aus Sicht der Hoffenheimer. Unfassbar starke Chance. Mit ein bisschen mehr Glück geht die rein. Aber das Glück haben wir uns auch, muss man sagen, noch nicht so wirklich verdient gehabt an der Stelle. Komm, nochmal pressen. Kriegen wir nicht ran. Aber okay, wir gehen rein. 0-0. 45 Minuten gespielt. Lass uns mal gucken, wie spielen die Bayern, wenn die heute auch kicken. Die Bayern, sie führen. In Berlin mit 1-0 heißt dann jetzt der Vorsprung auf 5 Punkte angewachsen. Nee, Schmarrn, auf 4. Die Bayern aktuell 4 Punkte vor uns und damit hätten wir es nicht mehr selbst in der Hand, was die Meisterschaft angeht. Gladbach 2-0 gegen HSV, Hannover führt mit 1-0 in Augsburg und Frankfurt liegt gegen Mainz mit 1-0 zurück. Das soweit also die Spielstände, Jungs. Come on, Gas geben. Wir brauchen den Sieg, wir müssen an den Bayern dranbleiben, sonst könnte es ganz, ganz schnell vorbei sein. Schöpf. Also Stand jetzt, wie gesagt, haben wir es nicht mehr selbst in der Hand. Aktuell, beziehungsweise bei einem Sieg natürlich schon noch, dadurch, dass wir noch das direkte Duell gegen die München haben. Was wir dann aber natürlich auch gewinnen müssen. Aber das so und so, wenn wir da was erreichen wollen. Guter Ball, komm, geh nach oben. Franšić, Chance ist da. Franšić! Kostül im Kasten hat den. 48. Minute, das ist ein Start nach Maß. In den zweiten Durchgang. Überragender Spielzug, gut gemacht. Nur am Ende fehlt leider das Türchen. Kurt, aber wir kommen besser rein in diese zweiten 45 Minuten. Gut gemacht von Maxi. Stark von Maxi. Das ist ein guter Ball. Schöpf macht das stark und kommt da nicht vorbei. Aber der Feite, der geht hinterher. Vorland auf Zuba. Spannung kommt jetzt rein, Jungs. Spannung kommt jetzt absolut rein. Vor allem, wie gesagt, für uns, für Hoffenheim ist, denke ich, die Saison noch nicht so ganz gelaufen. Ich meine mich zu erinnern, dass die noch in die Europa League kommen können.
über die Liga natürlich, über den DFB-Pokal dann auch. Aber für uns vor allem, was die Meisterschaft angeht, wird es eine verdammt spannende Geschichte jetzt noch hier werden. Guter Ball, schön gespielt. Schöpf ganz oben, das ist stark. Da streue ich mich nicht, stand da, glaube ich, im Abseits. Kurt, das ist ein guter Ball. Schöpf. Oh, und dann geht Klotz nicht schnell genug. Aber da kann er nichts machen. Das hat einfach nicht gepasst. Schade. Nächster guter Angriff. Eine meilenweit bessere Leistung als im ersten Durchgang, die wir da zeigen. Trotzdem, die Hoffenheimer natürlich jetzt auch mit Chancen auf den ein oder anderen Konter. Ganz stark von Hoffmann. Schlecht von Hoffmann. Was ist denn das für ein Pass? Gut ausgebügelt von Holland. Maxi. Zieht wieder Holland. Wir müssen langsam mal wechseln. Die Frage ist nur, wie und was und wo. Freistoß war es da. Okay. Komm an, Jungs. Gibt hier Gas. Wir brauchen 3 Points. Franjic. Franjic kriegt den wieder. Franjic ist da zu langsam. Die Grätsche war gut, gegen die Ecke. Ganz, ganz starke Aktion dann doch nochmal von Marco, beziehungsweise Mario, glaube ich, heißt der Franjic. Wir gehen mal rein, Jungs. Wir werden ein bisschen wechseln. Klotz kommt auf die 10. Hinten kommt Orban rein. Franjic muss durchhalten. Martip auf die 6. Und vorne ich bringe nochmal Rausch auf links. Für einen eventuellen Freistoß. Dreifachwechsel, halbe Stunde noch zu gehen für einen eventuellen Freistoß. Nochmal den Rausch, der kann das richtig gut. Flanke kommt rein. Klotz? Klotz, überragend! Klotz! Und dann geht er vorbei. Was eine Aktion! Schöne Schusstäuschung, guter Abschluss. Knapp vorbei an der Kiste. Ist auch 26 Minuten noch in dieser Partie. Wir brauchen einen Sieg, verdammt. Unfassbar, Jungs. Ich zitter mit, ich hoffe ja auch. Let's go. Vorland kommt über die rechte Seite. Schiebt den gut an. Kein Tor jetzt. Niemals. Niemals. Konsesau hat den Satz zwar gefährlich aus. War auch eine Abseitsposition. Alles in allem dann aber auch gut gemacht von Konsesau, Jungs. Come on. Das ist so zu wenig noch. Das ist so noch ein bisschen zu wenig. Foulspiel da oben. Jawohl. Gegen Orban. Ich hoffe, der ist jetzt nicht großartig verletzt. Sieht gut aus. Spielen wir wieder kurz raus. Hoffmann macht das echt nicht so verkehrt. Also da können wir uns auch auf einen harten Fight im DFB-Pokalfinale dann freuen. Das wird alles andere als leicht. Aber es wird geil. Julian, guter Ball. Gut gespielt. Klotz kann sie nicht durchsetzen. Leroy fair dazwischen. Eieieiei. Also wir haben unsere Probleme scheinbar an... Oh, Jungs. An den letzten Spieltagen in dieser Fußball-Bundesliga. Wir spielen eine super Saison und patzen jetzt... In der Liga mehr oder weniger dreimal in Folge 3 Unentschiedene. Die wir da stand jetzt nur erzielen. Und damit ist das natürlich zu wenig, vor allem gegen eine Mannschaft im Titelkampf wie den FC Bayern München, der einfach da ist, wenn es drauf ankommt, der das gewohnt ist. Gibt es ein weiteres Mal die bittere Erfahrung, in Anführungszeichen, etwas nicht zu gewinnen, weil uns die Erfahrung fehlt, wie gegen Sevilla. Heute wieder gegen Hoffenheim, Fragezeichen. Oder gibt es die Chance? Klotz macht das stark. Sieht oben, Konstantin Rausch. Der nimmt den nicht so wirklich gut mit. Rausch. Och, den will ich auf Franjic ablegen. Deswegen tippe ich die Taste nur an und er macht's nicht. War allerdings vorher auch schon schlecht rausgespielt, alles in allem. Maxi, gut gemacht. Oh, das sind so Kleinigkeiten, die nicht passen. Orban. Guter Ball. Rausch. Schön durchgesteckt, komm nicht an. Eieieiei, guter Ball, Jungs. Das ist am Ende leider zu wenig, was wir zeigen. Nochmal gut gemacht. Komm mal nicht in den Zweikampf. Nächste Partie ist dann gegen die Bayern. Die Bayern, die ja auch schon gepatzt haben, was wir nicht ausnutzen konnten. Und uns fehlt das Quäntchen Glück da auch. Das ist der Wahnsinn. Da haben wir den Ball erobert und er springt wieder zu den Hoffenheimern. Martischenko durchgesteckt. Und jetzt, wenn wir Pech haben, macht das Gott sei Dank nicht. Wir gehen jetzt auf sehr offensiv, Jungs. Rausch. Das dauert viel zu lang. Und wieder mal kriegen die Hoffenheimer da den Ball. Ich werd verrückt. Leroy Fair wieder vorbei. Hoffenheim kriegt die Chancen, nutzen unsere individuellen Fehler eiskalt aus. Mann. Kleinigkeiten, die da absolut nicht stimmen und die uns das Spiel in den letzten 20, 25 Minuten zerstören. Zweikampf auch nicht gewonnen. So kriegen wir keine Chance mehr rausgespielt. Mann! AK Puma oder wie der heißt. Was weiß ich. Völlig egal. Gut gemacht. Rausch. Schöner Ball. Klotz. Franjic. Oben spielt ihr noch. Jawohl. Nicht, dass du den verlierst. Das ist kein Abseits. Orban. Guter Ball. Rausch. Tausch. Wohin denn damit? Wohin denn damit? Klotz läuft. Klotz. Kein Abseits. Nein, Maxi. Nicht schießen. Nochmal Klotz. Nochmal abgelegt. Schuss. Und dann ist er nicht drin. Kostül holt den raus. 90. Minute. Was ist da denn los? Riesenmöglichkeit. Franjic nochmal mit der Ecke. Nochmal Maxi. Kommt nicht hin. Zweikampf kommen auch nicht. 3 Minuten Nachspielzeit. Der Lattenkracher und diese Riesenchance, die wir hatten. Rüdiger mit dem Fehler. Mach jetzt keinen Scheiß. Spiel den.
Spiel den, da kommen wir nicht durch. Hoffmann presst früh, das war's. Och, ist das bitter. Kostül mit der Glanztat. Und es geht sogar nochmal die Chance für Hoffmann. Es gibt sie nochmal. 4 Minuten, wir sind über der Uhr. Valencia über die Seite, Flanke rein. Gonzalo klärt genauso gut. Gibt nochmal die Ecke. Boah, was ist denn das jetzt hier? Riesenchancen in den Schlussminuten. Aber es sieht nach einem 0-0 aus. 6. Minute der Nachspielzeit läuft. Rüdiger, hau doch den scheiß Ball weg. Ich krieg ihn nicht weg, Gott sei Dank. Und damit ist Feierabend. Boah. Unfassbar. Unfassbare Partie. Wir hatten die Chance zur Führung und dann hat der Hoffenheim auch nochmal die Chance. Absoluter Wahnsinn. Relativ ausgeglichene Partie, würde ich mal so sagen. Am Ende 0-0 und die Bayern gewinnen mit 2-0 und damit ist die Meisterschaft zu, ich weiß nicht, 70% entschieden, 60%, nee, 70 eher, wenn nicht sogar 80. Ganz bittere Pille. Wir hatten die Chancen, wir haben sie nicht genutzt. Es ist genau das, was sich weiter fortführt, wie schon in die Spiele zuvor. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg irgendwie, irgendwas passt nicht. Die Lockerheit, keine Ahnung, irgendwas stimmt da vorne nicht. Und dass uns auch nicht einfach mal so ein Kaktor reingeht, das ist auch leider Gottes nicht der Fall. Gegen Frankfurt war es wieder ein Schritt nach vorne. Gegen Hoffenheim eher ein Schritt zurück, wobei halt auch Hoffenheim nicht irgendwer ist hier. Die, wie gesagt, die Bayern gegen die Bayern unentschieden gespielt haben. Halbfinale gewonnen haben, sprich im DFB-Pokal-Finale stehen und aktuell um Europa kämpfen. Aber am Ende ist es halt nun mal zu wenig. Ihr seht's, wir gucken kurz rein in die Tabelle. Bayern mit 71, wir mit 67, heißt, wenn wir im nächsten Partner gegen die Bayern gewinnen sollten, hätten wir 70, die Bayern 71. Wir können mal kurz reinschauen, gegen wen es für die Münchner noch geht. Aber das ist schon verdammt, verdammt, verdammt bitter. So, dann müssen wir in den Mai. Die Bayern ran gegen Darmstadt logischerweise, dann gegen den HSV. Und für den HSV geht's noch um was. Ich hoffe, das wird was. Das Ganze allerdings zu Hause. Und am letzten Spieltag spielt man in Frankfurt. Also eher machbare Aufgaben für die Bayern, wenn wir mal unser Programm anschauen. Ja, mit Bayern, Leverkusen, Hamburg ist das ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, als Frankfurt, Hamburg. Leverkusen wird sehr, sehr interessant. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall aus den letzten 4 Spielen 4 Siege, vor allem im DFB-Pokal, aber auch natürlich in der Liga, um noch irgendwas reißen zu können. Ganz, ganz bittere Pille. Ganz, ganz bittere Pille. So, Jugendspieler, ach ja, da müssen wir auch nochmal reinschauen, was das angeht. Ob wir da jemanden verpflichten sollten, ne? Ja, das geht's nicht. Aber es ist auch nicht mehr das Darmstadt, was wir vorher hatten, ne? Das ist das Problem. Wir spielen nicht mehr so wie vor noch 2 Wochen oder so, 2, 3 Wochen. Da ist dieser Alfonso Aguirre in der Jugendmannschaft. Achso, nee, warte mal, wir müssen ja in den Jugendstab gucken, ne? Schauen wir, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Nico Gersbeck. Könnte interessant werden, aber ist mir noch zu unsicher. Will ich noch nicht wirklich irgendwas ausgeben. Der könnte auch sehr interessant werden. Can Gülüm, 15 Jahre gerade mal alt. Bis zu einer 94. Und zu guter Letzt das hier. Der ist gewechselt. Das ist nicht weiter tragisch. Auch beide mit einer bis zu 94. Geiler Scheiß. Okay. Also das sieht weiter gut aus, was die Jugendarbeit angeht. Das freut mich. Wir gehen ein paar Tage voran und dann dürfte es erstmal gewesen sein, soweit für heute. Leider nur eine 0-0 gegen die Hoffenheimer. Okay, da gibt es jetzt nochmal Updates. 66. Alfonso Aguirre hat eine 66. Boah. Das ist krass. Das ist wie Wittek. Der ist wie Wittek. Und eine 91 bis 94. Das ist heftigst. So. Ich verunsichere nochmal die Bayern. Wir gehen ein bisschen forsch ran. So. Die Jungs, ich würde gerne wechseln. Okay. Und auch Rausch möchte wechseln. Werden wir mal schauen, was wir da alles angehen. Gehen nochmal ein bisschen voran. Spieler des Monats ist auch nochmal bekannt gegeben worden. Den gucken wir uns auch nochmal schnell an. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und dann steht Bayern an. Was meinen Weggang betrifft. Was ist jetzt das hier? Was ist jetzt das, Herr Klotz? So, Abschlussbericht zu Alexandru Maxim. 8 Millionen, ist 77. Wäre sicherlich ein interessanter Mann. Allerdings können wir da leider ja keine Anfrage oder sonst was mehr raushauen. Wäre ein interessanter Mann, vor allem wenn er die Ausdauer noch hat, die wir da leider nicht ganz sehen. Da müssen wir über die Wunschliste mal reingehen. Oder sehen wir das hier? Da, eine 64. Oh. Wäre halt geil bezüglich nochmal Schöpf. Könnt ihr gerne mal da lassen. Weiß ich nicht, was ihr davon haltet. So. Was ist hier? Okay. Also, Klotz hat ja noch irgendwie 3,5 Jahre Vertrag oder 3 knapp. Möchte gehen, aber kein Stress. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. So. Bis 68 weg, bis 76 weg. Der könnte interessant sein, der muss weg. Marcel Scheithauer, schauen wir uns mal an. So. Dann, nächste Scouting-Geschichte. Ab nach Italia, weg. Torwart haben wir einen besseren schon und... Ja, der hat ein zu schlechtes Startrating. Schaut euch den Keeper an, der könnte bombastisch werden. Salvatore Filippi. Gut, und dann noch den Herrn Gonta. Auch da schauen wir mal rein, ab in die Türkei.
Gibt's da noch was Interessantes? Er hier klingt vielleicht nicht schlecht, allerdings auch eher ein schlechtes Startrating, lasse ich jetzt aber mal drin. Schauen wir einfach mal, was sich da so ergibt. Okay, in dem Sinn, was wollten wir schauen? Spieler des Monats nochmal? Kagawa, Spieler des Monats. Und die Mannschaft dürfte jetzt wieder komplett fit sein. So schaut's aus, heißt, da können wir wieder aus dem Vollen schöpfen. Das freut uns. Schauen wir mal ganz kurz rein in die Verletztenliste. 4 Wochen noch, Touré, also der fällt komplett aus. Eventuell fürs DFB-Pokalfinale wieder fit. Aber das werden wir mal sehen, wie wir das Ganze angehen. In dem Sinne, Jungs. Hamburg gewinnt mit 1-0 das Nordderby gegen Bremen. Das ist noch die kleine Info für alle Fans von da oben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben. Da leider Gottes nur 0-0. Wolfsburg übrigens, glaube ich, auch nur mit einem Unentschieden. Heißt, Platz 2 ist uns damit sicher. Da passiert nichts mehr. Aber wie gesagt, um die Meisterschaft, boah, brauchen wir jetzt safe einen Sieg. Wenn wir heute verlieren, ist die Meisterschaft übrigens durch, beziehungsweise im nächsten Part. Aber da bin ich gespannt. Wir brauchen zu Hause den Sieg gegen die Bayern und dann müssen wir hoffen, dass die Bayern nochmal gegen Frankfurt oder Hamburg patzen. Wird interessant, Jungs. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben lassen, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich bin erstmal raus. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.